Heute in den Nachrichten. Prothesen kann man mit Gedanken steuern. Die Zukunft ist endlich da. Bei Beiträgen über Handprothesen hört man das immer wieder. Dass jetzt der Schritt in die Zukunft getan ist und man sich jetzt nur noch die Bewegung vorstellen muss. Und schon befolgt das die Prothese. Das ist für eine Alltagsprothese leider noch nicht so möglich, wie man das oft dargestellt bekommt. Man braucht nämlich noch ein bisschen mehr als Gedanken, um so eine Prothese zu steuern. Es gibt aber BCI-Konzepte, die ihm das genau schon schaffen. Eine Version für den Alltag ist aber noch weit entfernt. Jetzt will ich euch zeigen, welche Wege es gibt, derzeitige Armprothesen zu steuern, welche Vor- und Nachteile sich dadurch ergeben und mit euch mal anschauen, was so alles möglich ist in der Prothetik. Für amputierte Anwender und den Orthopädietechniker ist so ein Überblick die Grundlage dafür, um überhaupt die richtige Prothese auswählen zu können. Na, habt ihr ein Glück, dass ihr jetzt hier seid. Na dann, auf geht's! Wenn man sich als Fachmann oder Anwender überlegt, ob und welche Prothese die richtige ist, kann man erstmal ein bisschen überrannt sein. Wie auch die Prothesen-Kniegelenke schauen wir uns die Hände nach den Technologien an, wie diese Hände funktionieren und orientieren uns auch nicht an der Höhe der Amputation. Nachdem man das schon ganz gut verstanden hat, kann man sich dann gut bei den verschiedenen Herstellern und Modellen zurechtfinden. Wie fängt man überhaupt an? Also, es soll eine Prothese für die obere Extremität werden. Gibt's hier schon eine Alternative? Ja klar, keine Prothese. Für sehr viele Menschen sind Prothesen ein unverzichtbarer Alltagshelfer, aber eben nicht für alle. Manche Anwender kommen ohne Prothese super zurecht und brauchen vielleicht nur für spezielle Aufgaben eine Hilfestellung. Also schaut euch bitte alle Alternativen an, bevor ihr euch in der Welt der Prothetik verliert. Ein kleiner Ausflug in die Geschichte zeigt uns, welche prothesenlosen Konzepte es schon gab. Auch wenn das jetzt ein bisschen befremdlich aussehen kann. Eins, das im Kopf bleibt, ist die Krukenberg-Plastik. Hier werden die vorhandenen Unterarmmuskeln so umtransplantiert, dass sie die Elle und Speiche aktiv schließen und öffnen können. Auch wenn das erstmal ungewohnt aussieht, das funktioniert so dermaßen gut, dass Betroffene sich Zigaretten anzünden können oder sogar Geige spielen. Und das alles ohne eine Prothese. Das optische Bild ist einer der Hauptfaktoren, warum man diese Technik nur sehr selten sieht. Bei einer Situation kann man sich diese Technik aber wirklich überlegen. Bei blinden Menschen mit beidseitiger Amputation oder auch blinden Ohnhändern genannt, können die Vorteile die Nachteile stark überwiegen. In der heutigen Zeit würde man eher auf Silikonhilfen oder andere Prothesenarten setzen. So, es soll also eine Prothese werden. Das steht jetzt schon mal fest. Jetzt unterscheiden wir darin, ob die Prothese Kraft erzeugen kann oder nicht. Passive Prothesen sind passiv. Sie erzeugen keine Kraft, aber helfen trotzdem. Stabilisieren, abstützen, einklemmen, Gewichtsausgleich, optische Zwecke, Prophylaxe vor Fehlhaltungen und so weiter sind alles Funktionen, die keine Kraft durch die Prothese benötigen. Dabei bezeichnet man Prothesen ohne zusätzliche passive Mechanismen wie Fingergelenke, Klemmmechanismen und so weiter als Habitusprothese. Passive Prothesen mit Zusatzfunktionen werden oft als Arbeitsprothesen bezeichnet. Hier gibt es die wildesten Konstruktionen, von Prothesen für den Klettersport mit einem austauschbaren Messer für die Küche, praktischen Alltagshocks und so weiter. Diese Prothesen sind hier, um Aufgaben zu erfüllen, für die eine Habitusprothese nicht ausgelegt ist. Aber noch alles ohne jegliche Krafterzeugung durch die Prothese. Bis jetzt. Aktive Prothesen erzeugen aktiv Kraft. Hand zu, Hand auf, Handgelenk drehen, Ellenbogen beugen und so weiter. Nur wie die das schaffen, das unterscheidet sich natürlich wieder. Hier wird zwischen Eigenkraft- und Fremdkraftprothesen unterschieden. Bei Eigenkraftprothesen kommt die Kraft der Prothese vom Anwender selbst, keine Motoren oder ähnliches. Und wie geht das ohne Hand? Ja, gut, dass du nachfragst. Über Zugsysteme kann man sich erhaltene Muskeln zunutze machen. So kann man zum Beispiel über die Schulter der Gegenseite einen Gurt spannen, der mit der Hand verbunden ist und so die Hand schließen, wenn man die Schulter nach vorne bewegt. Riesenvorteil, man kann selbst ganz genau bestimmen, wie fest man die Prothese schließt und bekommt auch noch indirektes Feedback, wie viel Kraft eingesetzt wird. Das können Fremdkraftprothesen nicht. Aber dazu kommen wir gleich. Weil wir uns ja über Umwege helfen, spricht man hier über indirekte Eigenkraftprothesen. Die Kraft kommt dann nicht aus dem Arm. Also muss es Prothesen geben, die sich direkt die Kraft aus dem Arm holen. Stimmt, das ist aber sehr, sehr selten. Ich habe selber so eine Prothese noch nie gebaut. Eine bekannte Technik für eine direkte Eigenkraftprothese ist die Prothese nach der Sauerbruchplastik. Diese Technik wird heutzutage nicht mehr verwendet,
aber verdeutlicht, was alles möglich ist. Hier wird bei der OP ein Hauttunnel über dem Muskel konstruiert. Darin steckt man einen Stab, der wiederum mit der Prothese verbunden ist. So kann man mit dem eigenen Muskel die Prothese direkt öffnen und schließen. Aber wie gesagt, heute wird das nicht mehr gemacht. Genauso wie die Krückenbergplastik. Aber funktionell kann das super werden. Dann kommen wir schon zu Fremdkraftprothesen. Die werden, wie der Name schon sagt, durch externe Kraftquellen wie Akkus angetrieben. Die myoelektrische Prothese ist die Prothese, die ihr im Kopf habt, wenn ihr moderne Armprothesen denkt. Hier werden die Signale der vorhandenen Muskeln erfasst, aufbereitet und letztendlich zur Steuerung der Prothese benutzt. Wenn sich ein Muskel kontrahiert, entsteht ein elektrisches Signal, was man durch Elektroden abtasten kann. Und hier kommen wir zum Vorurteil der gedankengesteuerten Prothese. Der Anwender muss sich nicht nur die Bewegung seiner Phantomhand vorstellen, sondern muss wirklich die vorhandenen Muskeln stark genug anspannen. Keine Muskeln, kein Signal. Nur weil die Hand weg ist, können Muskeln, die vorher für das Handgelenk oder den Ellbogen zuständig waren, noch funktionstüchtig sein. Und das macht man sich zunutze. Also nicht nur vorstellen, sondern wirklich anspannen. Diese Elektrosignale, die durch die Muskelkontraktion entstehen, kann man mit den Elektroden erfassen. Wie diese Signale dann verarbeitet werden, unterscheidet sich, je nachdem wie gut die Signale sind und wie der Anwender die Prothese einsetzen kann. Ein Steuerungsalgorithmus ist die digitale Steuerung. Die ist ganz einfach. Wenn ein Muskelsignal da ist, bewegt sich die Hand. Wenn keins da ist, bewegt sie sich nicht. Immer die gleiche Geschwindigkeit, unabhängig wie stark das Signal ist. Die Elektrode auf den Streckern steuert das Handöffnen, die auf den Beugern das Anschließen. Wenn man nur ein Signal bekommt, weil manche Muskeln nicht mehr funktionieren oder nicht mehr vorhanden sind, geht das auch. Signal da, Hand auf. Kein Signal, Hand zu. Oder andersrum. Je nachdem, wie man es will. Eine Stufe schwieriger zu steuern, ist die proportionale Steuerung. Hier hängt die Geschwindigkeit der Hand von der Signalstärke der Muskeln ab. Dazu muss man natürlich die Muskeln gut genug ansteuern können. Langsames Schließen, kein Problem. Schnelles Öffnen geht auch. Diese Steuerungsart ist eigentlich Standard, wenn es die Signale zulassen. So weit, so einfach. Schwieriger wird's, wenn man mehr als nur eine Hand steuern will. Zum Beispiel auch ein Handgelenk zum Drehen der Hand. Mehr Signale zu bekommen, ist oft schwierig. Deswegen müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Nämlich ein Signal von den Beugern und eins von den Streckern. Je nach Amputationsniveau unterscheiden sich die natürlich. Um das Problem zu lösen, schaltet man einfach mit der Steuerung zwischen Hand und Handgelenk hin und her. Wie man das macht, kann man sich überlegen. Entweder über eine Kokontraktion, das heißt beide Muskeln anspannen, dann macht's kurz und schon ist man im Handgelenk und kann die Hand drehen. Eine andere Möglichkeit ist es, sich an der Stärke der Signale zu orientieren. Steigt das Signal sehr schnell, dreht sich das Handgelenk. Steigt es langsam, bewegt sich die Hand. Ist alles möglich, je nachdem, was am praktischsten für den Anwender ist. Diese Umschalttechniken haben aber ein Riesenproblem. Sie sind saulangsam. Wenn man die Hand ein paar Mal korrigieren muss und man öfter hin und her schalten muss, dauert das ewig. Das Problem kann durch eine Art künstliche Intelligenz gelöst werden. Diese Steuerung nennt sich Pattern Recognition bzw. Mustererkennung. Macht ihrem Namen alle Ehre. Je nachdem, welche Bewegung man machen will, Hand auf, Hand zu, Hand nach innen, Hand nach außen drehen, erzeugt man andere Signale. Die werden durch viele Elektroden, die rund um den Arm angeordnet sind, aufgenommen und interpretiert. Die Software lernt, welches Signalmuster zu welcher Bewegung gehört. Und so muss man nicht mehr umschalten. Dass man so viel Zeit spart, kann man sich denken. Ein positiver Nebeneffekt: Es gibt Hinweise, dass sich Phantomschmerzen durch das Nutzen der Muskulatur reduzieren können. Was das System noch nicht kann, sind mehrere Bewegungen gleichzeitig. Also Hand auf und gleichzeitig drehen geht noch nicht. Genau das zu ermöglichen, versucht die Regressionssteuerung. Dieses System ist noch nicht am Markt. Aber es versucht, eine stufenlose Steuerung der Prothese hinzukriegen. Auch diese Technik arbeitet mit einem AI-Algorithmus, der lernt, was der Anwender in diesem Moment wahrscheinlich tun will. Hier wird nicht in Stufen zwischen Hand und Handgelenk unterschieden, wie bei einem Steuerkreuz auf der PlayStation, sondern in mehreren Richtungen gedacht. Wie mit dem Joystick kann man auch ein bisschen nach oben und nach rechts fahren. Also gleichzeitiges Bewegen des Handgelenkes und der Hand in unterschiedlichen Geschwindigkeiten soll damit endlich funktionieren. Ein potenzieller Gamechanger für die Prothetik. Das ist leider noch Zukunftsmusik, aber der natürliche nächste Schritt, der hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten lässt.
Die letzte Steuerungsart ist eine Kombination aus den vorherigen. Die Hybridprothesen verwenden ganz einfach mehrere Steuerungsarten. Bei zum Beispiel Oberarmamputation muss man einen Ellenbogen, ein Handgelenk und eine Hand steuern. Mit einer Mischung aus Eigenkraft- und Fremdkraftsteuerung wird das Ganze umsetzbar. Wie ihr seht, sind wir noch weit von den Science-Fiction-Händen entfernt, aber haben auch schon riesen Fortschritte gemacht, wenn man sich die alten Hände mal anschaut. Meistens ist es eine Schlüsseltechnologie, die das Feld wieder auf einen Satz nach vorne bringt. In den nächsten Videos schauen wir uns weitere solcher Technologien an. Für einen kleinen Gedankenblitz zwischendurch können die Videos was für dich sein. Schneller als jedes Lehrbuch, das du durchblättern musst. Bis zum nächsten Mal.